Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem gut bekannten und sehr gesehenen Gast, mit Olivier Kessler. Er ist der Leiter, der Direktor des Liberalen Instituts in der Schweiz, in Zürich. Lieber Olivier, herzlich willkommen, und du hast wieder ein Buch veröffentlicht. Es heißt Freiheitsdiät: Erfolgsrezepte für eine fitte Schweiz. Da werden Probleme angesprochen, aber eben auch die Lösung. Und wir wissen ja, in Deutschland der ein oder andere liebäugelt mit der Schweiz, der ein oder andere ist schon ausgewandert. Markus Krall kürzlich auch in die Schweiz übergesiedelt. Viele sagen, ja, die Schweiz ist auch falsch abgebogen, jetzt ist die Neutralität steht auf dem Spiel und die große Fusion, Zwangsfusion der Banken. Also viele Punkte, über die wir sprechen können. Aber was hat dich dazu bewogen, ja, dieses Buch zu schreiben, und wie ist so der Aufbau, die Struktur? Vielleicht hältst du es auch noch mal kurz in die Kamera. Ich habe es hier leider noch nicht vorliegen. Lieber Olivier, das Buch, was war die Motivation? Ja, hallo lieber Benny, vielen Dank, dass ich hier in deiner Sendung sein darf. Und die Motivation, also hier vielleicht mal das Buch, das wir in die Kamera halten können. Das Buch heißt Freiheitsdiät, Erfolgsrezepte für eine fitte Schweiz. Kann man natürlich aber auch umbenennen und Deutschland oder Österreich oder irgendwas hinten dran schreiben, weil im Prinzip ist es übertragbar. 90% des Inhalts ist übertragbar auf andere Länder. Es geht ja darum, freiheitliche Reformen vorzuschlagen. Und der Anstoß, ein solches Buch zu schreiben, war tatsächlich eine Begegnung mit einem Politiker an einem unserer Veranstaltungen, der gesagt hat: Herr Kessler, Sie sollten doch endlich mal ein Buch für uns Politiker schreiben und uns sagen, was wir zu tun haben. Da war ich ein bisschen irritiert, so wieso fragt mich ein Politiker, was er zu tun hat? Wissen die denn das nicht? Und das hat mich dann tatsächlich, ich habe ein bisschen dann rumrecherchiert, ob das ein Bedürfnis wäre. Und tatsächlich, es gibt schon viele, viele Politiker, die da in ihrem Alltagsgeschäft umherhetzen, die von Medieninterview zu Medieninterview gehen und von Thema zu Thema springen und sich irgendwie gar nicht so tief in die Materie reinhängen können, damit sie dann sagen können, was müssten wir eigentlich genau tun? Sondern sie sind da immer durch irgendwelche Dinge abgelenkt. Und da war meine Motivation halt für 16 Politikbereiche, unter anderem die Bildung, das Gesundheitswesen, das Geldwesen, Infrastruktur, Außenpolitik und so weiter und so fort, aufzuzeigen, was läuft denn da momentan schief. Also ganz kurz und knapp die Krankheitsdiagnose und danach nicht nur die Symptome aufzeigen, sondern eben auch Lösungs- und Heilungsrezepte vorzuschlagen aus liberaler Perspektive, sodass jeder Politiker in seinem Gebiet ich sage jetzt mal, in 20 Minuten lesen, das Wichtigste über sein Thema weiß. Und das war so der Anstoß, genau. Also eine Reform und so ein bisschen Richtung Milei auch, den Staat entschlanken und zurechtstutzen. Genau, das ist natürlich die Anspielung hier drauf. Also Ja. der Staat ist natürlich viel zu übergewichtig, viel zu fett geworden, viel zu invasiv, trampelt da wie ein wild gewordener Elefant im Porzellanladen herum und wirft alles Geschirr runter und richtet großen Schaden an. Und da wäre es noch mal gut, mal zu sagen, hey, du musst ein bisschen dich zurückbesinnen auf deine Kernaufgaben, zurück zu dem, was du ursprünglich mal warst, Abspeckungskur, nicht alles übernehmen und nicht alles gleichzeitig machen, sonst kommt es nicht gut, sonst sich auf wenige Dinge, wenn überhaupt, beschränken. Aber sich im Buch wird auch aufgezeigt, was es sicher nicht zu übernehmen gibt. Und das sind, wie Milei auch schon richtig sagt, die meisten Dinge. Ja, was hältst du denn davon, dass man also grundsätzlich bei der Minimalstaatskonzeption innere, äußere Sicherheit im Rechtsrahmen, das ist ja so die Minimalstaatsposition, was hältst du denn davon, wenn man einfach für mehr Wettbewerb in diesem Bereich sorgt? Und da spiele ich jetzt auf das Konzept von Titus Gebel an, oder was eben schon auf Honduras geschieht, dass wir da eben dort Wettbewerb bekommen, damit die Staaten durch den Wettbewerb schlanker gehalten werden. Weil wir haben ja jetzt gesehen, gerade auch in Deutschland, da hatte man auf der anderen Seite des Walls, der Mauer, hatte man einen Kandidaten, der planwirtschaftlich organisiert war, und jetzt ist es zusammengekommen, jetzt werden wir immer planwirtschaftlicher, höhere Staatsquote und so weiter, haben kein abschreckendes Beispiel mehr auf der anderen Seite. Erstens. Zweitens, das fand ich bemerkenswert, was Michael Esfeld gesagt hat auf der Veranstaltung, anlässlich der Veranstaltung in Luzern, wo wir gemeinsam auch waren, dass er gesagt hat, ja, also die Corona-Zeit hätten die hier im Westen so nicht durchführen können, wenn die Mauer noch gestanden hätte. Fand ich auch interessant. Kurz und gut, lange Rede, kurzer Sinn, Wettbewerb, um die Staaten schlank zu halten und vielleicht auch mal andere Konzeptionen auszuprobieren. Weil ja, Minimalstaatler kann sagen, für mich ist das das Passende, aber ich nenne das Präferenzanmaßung, weil ich könnte jetzt ja sagen, warum kann das nicht ein Unternehmen auch machen?
Absolut. Der Wettbewerb zwischen Staaten ist eines der essentiellsten Konzepte des Liberalismus. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt schon auf kleiner Ebene anfangen. In der Schweiz haben wir noch das Glück, dass es kleinteilig ist. Also es gibt Gemeinden, dann die Bezirke, die Kantone und der Bund. Und schon hier haben wir eigentlich einen eingeschränkten Wettbewerb zwar, aber es gibt einen Wettbewerb zwischen Gemeinden, zum Beispiel um die Steuerhöhe, dass man das selbst festsetzen kann, Preis-Leistungs-Verhältnis aus Sicht der Politiker. Da müssen sie sich immer bemühen darum, dass die guten Steuerzahler, die guten Bürger, die Unternehmer, die da Wohlstand und Wertschöpfung betreiben, dass die eben zu einem kommen und nicht davonrennen in eine andere Gebietskörperschaft. Und das ist entscheidend auch aus meiner Sicht für den Erfolg der Schweiz, weshalb die Schweiz immer noch ein bisschen besser dasteht als andere Staaten in Europa, ist dieser Föderalismus, der politische Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften. Und es ist halt schon entscheidend. Aber auch hier, wie gesagt, es ist überhaupt nicht ein perfektes System. Da gibt es so viel Reformpotenzial. Zum Beispiel der Finanzausgleich zwischen Kantonen, innerhalb des Kantons sogar zwischen Gemeinden. Und da wird ja immer, das Finanzausgleich wird immer so geframed, als wäre das irgendwie eine gute Sache, um die armen Kantone zu unterstützen. Das ist wie so eine Entwicklungshilfe für die Armen auf Kosten der Reichen, die ja sowieso viel, zu viel Geld haben. Aber was man damit tut, das wird dann unterschlagen, dass man eben diejenigen Gebietskörperschaften bestraft, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, die sich am meisten Mühe geben, um gute Leistungen ihren Bürgern zu bieten. Die bestraft man, denen nimmt man das Geld weg und gibt es an jene Versager, die eben keine gute Preis-Leistungs-Verhältnisse hinkriegen, die sich nicht bemühen, die Steuern zu senken oder gute Regulierungen irgendwie hinzukriegen. Und das führt eben dann dazu, dass auch selbst, obwohl das Föderalismus genannt wird, ausgehöhlt wird. Und da gäbe es noch endlosen Reformbedarf. Und da, übrigens auch in Europa ist das Prinzip, weshalb ist Europa eigentlich so ein erfolgreicher Kontinent historisch geworden. Also nicht wegen der Europäischen Union, das gibt es noch nicht so lange, sondern es ist wegen des politischen Wettbewerbs innerhalb zwischen den Staaten, aber auch zwischen Orden, zwischen verschiedenen Kirchen, Universitäten, Städten. Also das waren verschiedene Mechanismen am Spiel, die eben die Machtverhältnisse ausgeglichen gehalten haben und die Bürger damit ihren Füßen abstimmen konnten. Das war entscheidend. Ja, der Wettbewerb schafft eben ablehnbare Angebote, schadlos ablehnbare Angebote im Idealfall. Und da eben eine Vielzahl an Angeboten, dass man eben jeder nach seinen Präferenzen auswählen darf. Ne? Das gilt für Turnschuhe. Ne? Der ein oder andere möchte gerne in die Berge, der zieht andere Schuhe an als jemand, der nur joggt, ne? In Anführungsstrichen. Und so kann es auch beim Geld sein, ne? So kann es bei der Staatsdienstleistung sein, etc. Also das ist, glaube ich, etwas, was den Menschen gar nicht so bewusst ist, dass es in diesem Bereich gar keinen Wettbewerb gibt. Durch die Kartellisierung, die EU, G7 und was es da alles gibt, dann noch der Überbau der technokratischen Organisationen, WHO, Weltbank und Co. Da könnte man jetzt eine Menge aufzählen, dass es also immer mehr harmonisiert wird und genau das Gegenteil passiert von dem, was Europa stark gemacht hat. Auch Kolumbus soll angeblich von Königshaus zu Königshaus gezogen sein. Er hatte eben da die Möglichkeit, viel auszuwählen und wurde dann eben finanziert, schlussendlich. Und heute wäre es so, ja, das ist alle, die handeln alle mehr oder weniger gleich. Das heißt, das ist dann, wenn das nicht gewünscht ist, dann wird es eben nicht gemacht. Ne? Ja, also in der Schweiz gibt es Wettbewerb unter den Kantonen. Ich denke, das ist etwas sehr, sehr Positives. Was allerdings in der Schweiz in Gefahr gerät, ist die Neutralität. Aus meiner Sicht ist das immer ein Erfolgsrezept gewesen. Und ich habe das auch in Deutschland immer mal wieder gehört, dass jemand zu mir sagt, ja, aber man kann sie ja nicht aus allem raushalten und so wie die Schweiz, das kann man ja nicht machen. Und dann war meine Antwort, die Schweiz hat sehr erfolgreich ihr Volk unbeschadet durch zwei Weltkriege geführt. Ja, das steht jetzt auf dem Spiel eigentlich. Wie ist deine Einstellung zu diesem Thema? Also ich bin sehr besorgt, dass die Neutralität dermaßen ausgehebelt wird, wie es im Moment getan wird von unseren Politikern. Ich bin da überhaupt nicht einverstanden. Mein größter Widerspruch dazu, es gibt keinen Grund, jetzt die Neutralität über Bord zu werfen und sich irgendwie aktivistisch auf eine Kriegsparteiseite da zu schlagen. Das bringt nur Unheil über die eigene Bevölkerung. Ich bin nicht einverstanden. Also bitte, liebe Staat, Herrscher, Kriegsparteien, werft keine Bomben auf mein Haus. Ich unterstütze das nicht, falls ihr die Schweiz angreifen wollt. Aber bitte nehmt zuerst die Politiker. Nee, Spaß beiseite. Aber nein, also die Leute gefährden unsere Sicherheit ganz explizit, indem sie eben irgendeine Konfliktparteiseite unterstützen, willkürlich, obwohl wir gesagt haben, und es auch in der Verfassung steht, dass das eigentlich nicht erlaubt wäre. Diese Politiker betreiben aus meiner Sicht Verfassungsbruch, indem sie das eben
umzuframen versuchen, Orwellscher Neusprech. Das heißt jetzt nicht mehr Neutralität, sondern es wird aktive Neutralität genannt. Also es wird alles einfach, alle Werte werden umgekehrt und ins Gegenteil verkehrt. Und ja, ich kann da nur sagen, also in der Schweiz, ich glaube zumindest, die Bevölkerung ist nicht auf dieser Schiene der Politiker, die maßen sich jetzt einfach mal was an. Es werden jetzt auch Unterschriften gesammelt für eine Neutralitätsinitiative, um das nochmal zu bekräftigen und den Politikern zu sagen, Moment mal, das ist kein Auftrag, den ihr wahrzunehmen habt. Das ist gefährlich, das ist kriminell, bitte. Hört auf damit. Und vielleicht noch, wäre noch gut, eine Politikerhaftung einzuführen, genau für solche Fälle, falls jemand die Neutralität ritzt, dass die Person dann persönlich belangt werden kann. Klares Statement, Neutralität ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass die EU-Debatten ja auch immer wieder geführt werden, dass man die Schweiz da irgendwie versucht hinein einzuverleiben. Man könnte böse sagen, das Sparschwein Deutschland ist ausgeschlachtet, mehr oder minder. Und jetzt geht man an das größte Sparschwein, was noch verblieben ist. Und vielleicht auch diese Zwangsfusion der beiden Banken, die auch das Land in Bedrängnis bringen könnte, sodass das Erpressungspotenzial relativ groß ist, dass man eben sagt, ja, wir garantieren gewisse Dinge, dass eben das fragile Finanzsystem irgendwie am Leben bleibt und dann kommt ihr eben mit in die EU oder sowas in der Art. Also da gibt es ja verschiedene Erzählungen. Ich wollte es ein wenig skizzieren mal, wie das sein könnte und wie das viele diskutieren. Wie ist deine Einstellung dazu? Ist mir relativ klar, wie sie ist, aber wird es in der Schweiz debattiert? Du meinst jetzt zur Bankenfusion, oder? Genau, generell die Bankenfusion, das ist das Und eine, dass da EU-Beitritt. das, die Rolle auf der anderen Seite des großen Wassers. Zum einen, zum anderen die Tendenzen, dass die Schweiz der EU beitreten könnte. Also ich denke, heute ist das nicht mehrheitsfähig. Immerhin, ein EU-Beitritt muss immer noch vom Volk abgesegnet werden. Da habe ich zurzeit Bedenken, dass das eine Mehrheit, also keine Bedenken, dass das zurzeit eine Mehrheit haben könnte. Aber ich bin mir bewusst, dass die Umstände sehr rasch ändern können und es eine dramatische Situation gibt, wo man dann erpressbar wird. Bankenfusion hast du angesprochen, das wäre ein mögliches Szenario, definitiv. Es ist natürlich jetzt so, dass wir in der Schweiz auch dank langer, ich sage, Konsolidierungsphase, immer weniger Kleinbanken haben und immer mehr fusioniert wurde, immer mehr monopolisiert wurde nach oben. Jetzt haben wir da ein Machtcluster bei der UBS. Und wenn der dann fällt, ist das sowieso too big to fail. Und dann könnte es sein, dass eben da so viele Dinge da drin rumliegen, die wir gar nicht noch wissen, was wir da noch retten müssen an Papieren und so weiter. Ja, dass das dann zu Bedrängnis werden könnte für die Schweiz, ja, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, was das zukünftige Szenario sein wird, aber ich bin natürlich auch als Liberaler gegen Zentralisierung, sowohl bei irgendwelchen erzwungenen Bankenfusionen, die da stattfinden, aufgrund der Überregulierung im Finanzsektor, die eben sich die Kleinen nicht mehr leisten können, aufgrund der Ko riesigen Compliance-Abteilung, die sie da unterhalten müssten, und das können sich nur noch die ganz Großen leisten. Also es ist vom Staat gewissermaßen erzwungen, diese Konsolidierung und andererseits natürlich auch Konsolidierung irgendwo zu einer EU-Machtapparatschik hoch. Natürlich auch sehr schlecht, denn da gibt es immer weniger Möglichkeiten, mit den Füßen abzustimmen oder mit dem Portemonnaie abzustimmen. Nicht die eine Bank, sondern eine andere zu nehmen, die eben besser wirtschaftet und so weiter. Die Wahlmöglichkeiten sinken und dadurch sinkt auch die Qualität und die Preise steigen. Ja, Zentralisierung bedeutet Machtakkumulation bei einigen wenigen und Wettbewerb ist eben das Entmachtungsinstrument schlechthin. Und insofern kann man es zusammenfassen, EU und auch Neutralität ist in der Gesellschaft noch sehr, sehr verankert in der Schweiz. Und es gibt große Widerstände und insofern lässt das hoffen. Ja, Dann vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu, was ich spannend fand. Ich glaube, vor etwa 15 Jahren war das ein Happening auf dem Rütli, also auf der Geburtswiese der Schweiz sozusagen, fanden sich so von den Urschweizer Kantonen einige Vertreter ein, die da ein Statement gefasst haben oder ja, so eine Veröffentlichung gemacht haben und gesagt haben, wenn die Schweiz jemals der EU beitreten sollte, dann treten die Innerschweizer Kantone aus der EU aus oder nein, aus der Schweiz aus. Von beiden natürlich. Und das fand ich eigentlich eine kluge Lösung. Also Sezessionsrecht sollen doch alle in dieses zentralistische, sozialistische Moloch hineingehen und da arm werden, wenn sie das wollen, freiwillig. Aber die anderen, die nicht wollen, dann, die sezessieren einfach weg und machen was anderes. Ja.
Spannend. Also was in Deutschland auch immer diskutiert wird, ist die, Markus sagt das ja auch, Markus Krall, dass die Schweiz so 10, 15 Jahre hinterherhängt. Wie siehst du das so? Und ich meine, deine Schrift ist ja etwas, um diese Tendenz aufzuhalten. Ja, vermutlich ist es schon richtig, dass es etwa 10, 15 Jahre hinterherhinkt, hinter Deutschland tatsächlich, weil es halt noch viele Verlangsamungsprozesse gibt im Sinne von Volksentscheidungen oder Initiativen, wo man mal einen Pflock auf der anderen Seite einschlagen kann, um das Meinungsklima wieder etwas wegzurücken von dieser ursprünglichen gegangenen Position. Aber vermutlich, ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist anders, aber vermutlich läuft es in die gleiche Richtung in der langen Frist. Aber du hast, also wie wird dein Buch angenommen? Du hast Hoffnung, dass diese Erfolgsrezepte übernommen werden, beziehungsweise dass vielleicht die Politiker erkennen, dass es Sinn ergibt, Fehlanreize abzustellen, beziehungsweise eigentlich ist ja die Politik und diese Konzeption an sich eine ja, Struktur der Fehlanreize Ja, per natürlich aufgrund der System. 15-jährigen Verzögerung haben wir den Vorteil, dass alle vernünftigen Deutschen irgendwann in die Schweiz ausgewandert sein werden und wir da mit vernünftigen Leuten wieder einen Neuanfang wagen können, vielleicht diese Reform dann auch umsetzen können, wer weiß. Nein, also Spaß beiseite. Also ich hoffe natürlich schon, dass es Mehrheiten geben wird, bevor dann der totale Kollaps kommt, dass wir nicht irgendwie zunächst Jahrzehnte des Niedergangs hinnehmen müssen, wie das Argentinien gemacht hat, bevor die Leute dann endlich sagen, ah, so gut, lass es mal mit freiheitlichen Reformen versuchen. Aber das gäbe das, wenn man das klug jetzt überlegt und wenn diese Freiheitsfunke überschlägt und zündet, könnte es ja sein, dass immer mehr Leute auf die Ideen der österreichischen Schule zu sprechen kommen, das mal reflektieren und denken, ist dieser verdammte Sozialismus, wie es Javier Milei immer sagt, wirklich das richtige Rezept für uns oder wollen wir uns nicht wieder auf unsere humane Ordnung, auf Frieden, Freiheit und Prosperität besinnen? Ich glaube, es würde in unseren Genen eigentlich liegen, in unserer aller Genen. Wir müssten es nur die richtigen Informationen reinziehen und eben nicht diejenigen, die in den meisten Massenmedien und in der Bildung verbreitet werden. Ja, es ist durch Bildung und Medien ist es abtrainiert worden, den Menschen eben eingeflößt worden, dass der Staat, die Staatsgläubigkeit das A und O ist und dass der Staat alles regelt. Und ja, das ist dieser Entmündigungsprozess ist sehr erfolgreich gelaufen. Und in Argentinien sieht man eben, wie lange das bergab gehen kann, bis es erst überhaupt dann möglich ist, dass mal eine ja, freiheitliche Lösung dann daherkommt. Auch in den USA, die Ron-Paul-Bewegung hat viel bewirkt. Zwar jetzt nicht realpolitisch etwas hinbekommen in dem Sinne, aber durchaus wahnsinnige Öffentlichkeitsarbeit gemacht und tolle Botschafter der Freiheit, wie auch das Mises-Institut in den USA gibt es, glaube ich, jetzt auch seit 1982. Also klasse, klasse. In Deutschland seit 2012, aber auch mit großen Schritten unterwegs. Ja, du hast es schon angekündigt oder anklingen lassen, Javier Milei. Wir haben uns in Hamburg getroffen kürzlich. Und wie empfindest du das? Wie wird das in der Schweiz gesehen? In Deutschland wird er natürlich geframed ohne Ende. Man gibt ihm gar nicht die Zeit, man schreibt ihn direkt kaputt, also total unseriös, wie das hier läuft, also in den Mainstream-Medien. Wir haben ja hier auf unserem Kanal einiges schon veröffentlicht zu ihm und ich habe da eine sehr neutrale, differenzierte Einstellung. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass nicht nur die Kettensäge das Instrument ist, sondern dass man in den Boden muss. Das Wichtige ist, dass die Menschen diesen Ideen folgen. Und das gelingt ihm, glaube ich, sehr, sehr gut, die Leute mitzunehmen, gerade die jungen Leute. Wie beurteilst du das zum einen und zum anderen? Wie wird das so in der Schweiz, kommentiert und wie sehen die Menschen das? Gut, ich kenne Javier Milei natürlich nicht persönlich, war zwar auch in diesem Event, habe seinen Vortrag da vor Ort gelauscht, fand ich sehr sympathisch mal, aber ich kenne ihn natürlich nicht und ich möchte ihn nicht irgendwie als Säulenheiligen da irgendwie hochstellen und sagen, der wird jetzt die Welt retten. Super Das Punkt, kann ja. sein, aber ich bin immer skeptisch, auch wenn es gerade um diese Führungskulte geht, wenn Leute da einer Person dann hinterher springen. Das mag schon sein, dass das einige Leute brauchen und auch irgendwie benötigen, um irgendwie zu sagen, okay, sogar der sagt jetzt das, ein Präsident sagt sogar freiheitliche Dinge, also kann ich also auch mal wagen. Aber grundsätzlich eben vorsichtig, optimistisch. Ich finde es sehr gut, wie er es macht und man darf ihm, glaube ich, nicht seine Methoden im Wahlkampf zum Vorwurf machen. Das ist ja lächerlich, weil die Medien funktionieren nun mal so, dass sie eben Dinge abbilden, die spektakulär sind. Und wenn er halt mit Kettensäge auftritt, das hat ihm vermutlich den Wahlsieg dann auch eingebracht, solche Dinge. Also wenn man es nicht gemacht hätte und einfach brav
den braven Professor gespielt hätte, wäre nichts passiert, sondern er hatte da wirklich diese Bewegung gebraucht und Rockkonzerte veranstaltet. Und das war wahrscheinlich das nötige PR-politische oder PR-technische Werkzeug, das er gebraucht hatte. Und inhaltlich finde ich bislang sehr gut, was er macht, dass er da sofort diese Ministerien, eine Großzahl der Ministerien schon mal beseitigt hat, die einfach unnötig sind. Und man sieht, in Argentinien geht das Leben weiter ohne diese Ministerien. Und die Inflation gebändigt, auch da große Erfolge. Also das, was er verkündet hat, was seine Ziele sind zu Beginn, hat er bislang eingehalten. Man muss ihm einfach die nötige Zeit geben, um zu schauen, wie es das weiter funktionieren würde. Anstatt, ich meine, diejenigen, die ihn verurteilen, ist ja klar, die wollen einfach weiter in den Sozialismus und die wollen weiterhin, dass sie ihre Macht behalten können und die sehen da ihre Stühle wackeln, auf denen sie sitzen. Wenn sich dieses Gedankengut verbreiten sollte. Und deshalb ist es aber wichtig, das Gedankengut ist das, was zählt. Nicht Javier Milei unbedingt, sondern das Gedankengut von ihm, mit dem muss man sich mal beschäftigt haben, finde ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wunderbar. Also das ist letztlich die Freiheitsdiät, die die Schweiz nehmen sollte, um nicht direkt so fett zu werden, wie das Argentinien geworden ist als Staatsapparat. Und das hoffen wir sehr, dass es in diese Richtung geht. Ich teile deine Auffassung zu 100%, dass dieser Personenkult, das ist mir auch eher so ein bisschen suspekt. Da habe ich auch meine Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz ist es so, das sage ich auch sehr, sehr oft, ne? Das gibt dieses süße Getränk, das wahrscheinlich niemand kaufen würde aus rationalen Gründen, aber aus emotionalen Gründen kaufen es die Menschen, weil die unfassbar gutes Marketing haben. Und das haben wir von der freiheitlichen Seite über Jahrzehnte wirklich vernachlässigt. Zu viel die Ratio gespielt vielleicht und zu wenig über Emotionen verkauft. Und das hat er eben hinbekommen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, den wir hier in Europa und auch im unterkühlten deutschsprachigen Raum, vermeintlich unterkühlten deutschsprachigen Raum, vielleicht beherzigen sollten. Und ja, hoffen wir, dass es gut läuft und hoffen wir auch, dass es hier in Europa nicht erst so bergab gehen muss, wie es dort bergab gegangen ist. Ne? Ich finde es ein sehr wichtiger Punkt, gerade für die Freiheitsbewegung zu realisieren, dass es eben nicht um, wie du gesagt hast, kalte Fakten geht. Ich habe das auch in der Liberty Summer School eben gesagt, wo ich letzte Woche zurückgekehrt bin. Da gibt es eben diesen abschließenden Teil, so quasi Wege aus der Knechtschaft, wie wir es hinkriegen, wieder freiheitliche Gedanken zu verbreiten oder Politik zu machen. Und da war auch ein wichtiger Punkt, dass man das Herz, eben der Verstand, an die Hand nehmen soll. Und eben nicht nur mit dem Verstand argumentieren und sagen, ja, wir bräuchten jetzt eine Steuersenkung von 40 auf 39,5%. Das würde dann den Unternehmen schon mal etwas helfen und so. Das interessiert kein Schwein. Das interessiert vielleicht die Betroffenen ein bisschen, aber die große Masse wird man mit dem nicht begeistern können. Und es ist eben deshalb so wichtig, dass man mit Emotionen argumentiert, dass man eben vielleicht eben Werkzeuge benutzt wie das Storytelling, wo man die Leute mitnimmt, dann auf tiefgründigerer, unterbewussterer Ebene, wo man auch moralisch argumentiert. Das macht Javier Milei auch sehr geschickt. Also moralisch argumentieren und sagen, wenn jemand, die Linken machen das auch sehr geschickt übrigens. Sie kommen immer und sagen, ja, die Unternehmer, die Kapitalisten, das sind Ausbeuter und so. Aber dann muss man den Spieß gleich umdrehen und sagen, ja, wer ist denn hier der wahre Ausbeuter? Ein Unternehmen macht nur freiwillige Arbeitsverträge, dass man wieder kündigen kann, wenn man nicht zufrieden ist und zum Konkurrenten gehen kann. Also so mächtig können die nicht sein, dass die Leute ausbeuten können. Es mag einige Ausnahmen vielleicht geben, aber in der großen Mehrheit ist das nicht so. Und beim Staat ist es doch gerade so, dass man eben keine Ausweichmöglichkeit hat. Man wird dahin dieses Steuerverhältnis hineingezogen, jedes Jahr mehr und mehr Abgaben, jedes Mal mehr Regulierungen. Da wird man kräftig ausgepresst wie eine Zitrone, da wird man heftig ausgebeutet. Wollte nicht mal das staatliche Monopol zunächst mal hinterfragen, bevor ihr da auf diese kleinen, unwichtigen Unternehmen da abschießt, oder? Diese Spieße muss man gleich umdrehen. Ah, die Ausbeuter sind die Linken, die Moral haben wir die bessere und die Linken haben extrem schlechte moralische Werte. Die wollen die Leute arm machen, einfach möglichst gleich, dafür alle gleich arm und sie selbst auf einer Nomenklatur, auf einem Pösschen, sind dann die Superreichen, die es dann sich im Swimmingpool wie Fidel Castro und so weiter gut gehen lassen. Also darauf läuft es Absolut, hinaus. absolut wichtiger Punkt. Er spricht ja auch von der Armensteuer, ne? Also von diesem Wechselspiel Inflation und Teuerung, dass es eine Armensteuer ist, weil es eben die etwas weniger eben monatlich zur Verfügung haben, überproportional trifft, ne? Weil gerade wenn die Lebensmittelpreise steigen, das Essen muss man halt, ne? Und der Anteil ist eben größer bei denen, die nicht so viel zur Verfügung haben. Aber das hat er sehr, sehr geschickt gemacht. Vielleicht nochmal zum Liberalen Institut in eurer Summer School. Das finde ich sehr, sehr interessant,
weil dieses Angebot sich an junge Menschen richtet. Vielleicht kannst du da mal so schildern, wann ihr das lanciert habt. Ich habe das mitbekommen, ich glaube, deine Frau hat sogar die Idee gegeben. Was heißt sogar? Aber da, Tatsächlich, ja. das Das finde ich war sie, ja. besonders spannend, dass sie da auf die Idee kam. Und wie war der Ursprung? Wie hat sich es entwickelt? Und wo soll es noch hingehen vor allem? Also die Idee hat sich daraus entwickelt, weil sie im Studium, also meine Frau im Studium, sie hat ja Jus studiert und hat, also Jura sagt man in Deutschland, glaube ich. Und dann hat sie viele dieser Sommerseminare besucht, wo es immer irgendwelche um juristische Aspekte ging und hat sie mich mal gefragt, warum gibt es eigentlich nicht so ein Seminar, so ein Sommerseminar für den Liberalismus? Das wäre doch mal was Cooles. Da habe ich gesagt, das klingt nach einer guten Idee. Also musste mich nicht lange überzeugen und dann haben wir das aufgegleist und seit 2021 führen wir das jedes Jahr einmal durch mit 25 Nachwuchstalenten im Alter von 18 bis 30 Jahren. Und wir haben es da jedes Jahr geschafft. Es gibt immer x-mal mehr Bewerbungen, als dann wirklich Plätze vorhanden sind. Aber es ist ein schönes Format, wo man sich auch kennenlernen kann untereinander, netzwerken kann, wo wir super spannende Referenten haben, die Inputs liefern zu Friedrich Bastiat, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Mary Rothbard, Ayn Rand und weiteren Dingen. Dieses Jahr war auch Titus Gebel mit dabei, der über die freien Privatstädte gesprochen hat. Der Carlos Gebauer ist jeweils dabei, der Thorsten Polleit, der Stefan Kotz, der Thomas Jakob und der Philipp Dammer. Also viele Experten, die Experten in diesem Bereich über diese Autoren jeweils. Und das ist schon sehr schön und sehr eindrücklich auch, wie die Leute da eine hohe Diskussionskultur hatten. Dieses Jahr, wir haben gerade letzte Woche das gehabt und ich bin total begeistert zurückgekehrt, weil das war wirklich mal ein absoluter Kontrast zu dem, was wir in den Medien jeweils hören, dieses Affentheater der Politiker, die nicht mal einander ausreden und zuhören können. Also das ist schon, das war ein sehr, sehr hohes Niveau und ich bin zuversichtlich, dass wenn diese Leute dann mal am Drücker sind, dass es da eine bessere Welt wieder möglich wäre. Ja, wunderbar. Also jedes Jahr im Sommer. Wir verlinken natürlich auch die Webseite des Liberalen Instituts, auch neu aufgesetzt, die Webseite. Sie sieht sehr, sehr ansprechend aus, finde ich. Und natürlich auch die zahlreichen Publikationen. Sorry, deine Bücher sind dort aufgelistet und da sollte man sich auch mal immer mal hin verirren. Newsletter habt ihr auch dort anmelden, ganz, ganz wichtig. Ja, lieber Olivier, wir sind langsam am Ende unseres Gespräches. Haben wir noch irgendetwas, was mitteilungsbedürftig ist, was dir noch auf der Seele liegt, was du hier in Deutschland noch einmal senden möchtest? Ja, liebe deutsche Freunde, ich weiß, für euch ist es sehr, sehr schwierig momentan und es geht sicher alles in die falsche Richtung. Aber ich glaube, zu hören gehabt zu haben, dass es eben am 7. September einen Bürgergipfel gibt in Stuttgart, organisiert von Oliver Goros. Da erlaube ich mir hier kurz die Werbung an dieser Stelle noch, wo 1000 Plätze noch zu vergeben sind. Das wird sicher eine gute Sache. Da werde ich dann auch vor Ort sein und da werden auch die Bücher des Liberalen Instituts noch aufliegen und so weiter. Also da glaube ich, gibt es eine gute Sache mit vielen, vielen spannenden Referenten. Also nicht Kopf hängen lassen. Man kann sich da zusammenbinden, netzwerken und zusammen schaffen wir das schon irgendwie, dass wir die Kurve kriegen und auf diese Sackgasse des kollektivistischen Etatismus umkehren können und dann wieder die Fahne der Freiheit hochhalten können, um dass es eine bessere Welt möglich ist. Es wird vermutlich noch etwas schlechter, bevor es besser wird, aber wir kriegen das hoffentlich hin. Ja, und in dieser Not- und Krisensituation werden die Menschen auch deutlich kreativer und der Handlungsdruck, der kommt auch oft eben durch den Leidensdruck, der erfordert das. Insofern bin ich da auch mittel- bis langfristig sehr, sehr optimistisch. Kurzfristig teile ich deine Analyse. Insofern danke für dein tolles Schlusswort. Danke auch für die Hinweise und auch auf den Bürgergipfel in Stuttgart weisen wir natürlich hin. Oliver Gorus hat dort ein großes, großes Aufgebot erstellt und das wird eine tolle Veranstaltung. Insofern auch dort bitte die Tickets erwerben und erscheinen. Lieber Olivier, danke fürs Erste, für das Gespräch heute und auch allgemein für deine Arbeit. Großartig und toll, dass du da so viel im Namen der Freiheit leistest. Also mach weiter so. Herzlichen Dank an dich, liebe Zuschauer, das Video teilen mit Freunden und Familie und Interessierten und natürlich den Kanal abonnieren, wie immer. Bis zum nächsten Mal und danke. Vielen Dank, lieber Benny. Mach auch du weiter so bitte und go, go, go. Wir schaffen das. Danke dir. Tschüss.